So Leute, heute das dritte Mal und das letzte Mal aus meiner alten Küche. Ab morgen gibt es diese Küche für mich nicht mehr. Und zum Abschluss, also aller guten Dinge sind ja auch drei, machen wir heute Nudelsalat. So. Also Nudeln vorkochen ist ja klar, ne? Ich habe meine ja schon gestern vorgekocht, weil ich gestern auch welche zum Abendbrot gegessen habe. Und man hat ja immer zu viel gekocht. Viel zu viel. So ist es jedenfalls bei mir. Man nimmt sich immer vor, man macht nicht so viel. Aber man macht es doch. So. Die Nudeln in eine große Schüssel. Was so klappert, sind nebenbei meine Fingernägel. Ja. Dann mache ich in meinen Nudelsalat Mischgemüse aus dem Glas. Man kann auch eingefrorene nehmen, aber ich mag lieber aus den Gläsern. Wird das abgetropft. Die kleinen Mohrrüben werden jetzt von mir klein geschnitten. Und denkt an eure Finger. Kommt ja auch drauf an, wie viel Möhren ihr gerne da drin haben wollt. Ich mag Gemüse, also kommen da ein bisschen mehr rein. Wie geplant. Ja. Zum Glück sind die Erbsen klein, die brauchen wir nicht zu schneiden. Dann nehme ich für meinen Nudelsalat Fleischwurst. Man kann auch Jagdwurst nehmen oder je nach Belieben oder Bockwurst oder Wiener. Wie wir mal so schön sagen in unserem Berliner Raum. Werden auch in kleinen Stücken, Würfelstücken geschnitten. Also auch je nach Bedarf, wie ihr möchtet. Also bei mir wird es nicht so viel, weil ich lieber Gemüse esse. Aua. Das war mein Finger. Das sollte euch natürlich nicht passieren. Schnippi, schnippi, schnipp. Dann eine kleine Prise Salz. Eine kleine Prise Pfeffer, beziehungsweise ist es ja Niespulver, wenn man richtig durchatmet. Und ein guter Schluss. Nehme ich Salatdressing oder Mayonnaise, wie ihr es gerne haben möchtet. Und ab da rein damit. Klapper, 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 klapper. Arbeitsunfall, ich blute am linken Finger. Habe ich ein bisschen Wasser in meine Salatsoße gemacht, also in die Salatdressingsoßenflasche, weil das Beste klebt ja immer am Boden, was man ja auch nicht gerne rauskriegt. Dann den großen, großen Löffel.
wird alles durchgeknetet. Denn ca. eine halbe Stunde stelle ich ihn kurz im Kühlschrank oder bis Bahnhof ihn eigentlich essen möchte. Kurz vorher rausnehmen, nochmal richtig kräftig rühren. Und dann. Moment, Handytasche. Dann nochmal vielleicht nachwürzen, kosten, wie jeder möchte, ob jemand schärfer oder nicht ist. Und dann wünsche ich, ich mache dann ab und zu ein paar Wienerchen dazu, so wie der Kartoffelsalat. Und dann wünsche ich euch allen einen schönen Appetit damit. Und viel Spaß, vielleicht beim Nachmachen.